Was willst denn du hier? Hau ab mit dem, brauchst nicht reinkommen. Und jetzt gibt es eine neue Folge von Markus der Natural Bodybuilder. Viele haben noch gefragt, Simon, langweilig. Wie geht's nach einer Diät los? Purer Zucker. Was ist so das Richtige? Was sollst du nach der Diät essen? Auch Thunfisch. Viele haben gefragt, Simon, was soll ich nach dem Training essen? Weißes Toastbrot. Zum Beispiel. Und Thunfisch, Proteinshake. Auch das. Was braucht ihr alles dafür? Und die Lebensmittel dafür, die erklären das Ganze. Also. Thunfisch. Thunfisch. Omelette. Und niemals vergessen. Steroid-Hähnchen. Ein bisschen Nantrolon. Tomaten. Eigentlich kein Gemüse, sondern gehört, glaube ich, zu Obst. Ja. Ja, ja. Aber Tomaten, wirklich, besonders nach einer Diät, man weiß, worauf man verzichtet hat. Ich liebe Tomaten. Geht wirklich mal auf den Markt oder genießt mal das Essen. Oh, Alter. Genießt mal Gemüse, riecht mal daran. Beschäftigt euch mit eurem Essen. Ihr braucht wirklich, ihr müsst eine Beziehung aufbauen zum Essen. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber glaubt mir. Wenn ihr so lange auf etwas verzichtet, dann riecht das alles viel, viel, viel besser. Karamell, Vanille, Schokolade. Ein Früchtekorb, ein richtig voller, satter Obstkorb, der da entgegenkommt. Ich kann das jetzt noch gar nicht auseinanderhalten. Und da kommt so im Hintergrund so eine leichte Eiche, Holzigkeit. Perfekt. Wenn das aus der Natur kommt, deswegen herrliche Tomaten. Also Thunfisch. Also wer so eine faule Sau ist wie ich und keinen Bock hat zu kochen, perfekt. Jeden Tag das vegane Eiweiß statt 30, 20 Euro, schmeckt auch sehr, sehr, sehr gut. Veganes Eiweiß. Genetik ist der Schlüssel, der über allem steht. Die kann man nicht beeinflussen. Wir können aber trotzdem das Maximale versuchen, die Genetik zu ärgern. Steroid, Reiswaffeln. Gerne auch zwei oder drei. Das ist der ganze Trick da dabei. Das funktioniert 100%. Jetzt habe ich keinen Bock. Tschüss. Hau ab. Ich trinke jetzt meinen Kaffee in Ruhe, setz mich und schließ mich ein. Hau ab. Ich hab keinen Bock auf die Arschlöcher.